Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Backstage, dem Nerdwell-Podcast, wo ich, der Dirk und der Nils, hallo, über die letzte Woche quatschen. Sagen wir mal so, wir haben angefangen immer nur mit Serien etc. Mittlerweile sind wir schon ein bisschen abgedriftet und erzählen euch über Gott und die Welt, was ja auch interessant vielleicht ist. Diese Woche weiß ich gar nicht, habe ich filmemäßig gar nicht so viel gesehen. Ich glaube, Nils hat auch gar nicht so viel gesehen, aber vielleicht passiert da sonst noch was in der Welt, wo man ein bisschen drüber schnacken kann. Nils, du hast gesagt, du hast dir The Rookie weitergeguckt. Hast du mir im Vorfeld schon so erzählt. So ist es. Ich habe The Rookie weitergeguckt. Ich bin jetzt in Staffel 4 und ich glaube, Staffel 4 ist so eine, wo irgendwie wöchentlich oder so was Neues erscheint. Okay, also auf dem mehr oder weniger aktuellen Stand jetzt. Ja. Wurde schon im Vorfeld verraten, wie viele Staffeln es geben wird oder wie lange jetzt die Staffel 4 dann noch geht? Das ist ja eine laufende Serie. Also die wird in den USA noch weiter produziert. Das heißt, man weiß nicht, wie viele Staffeln es geben wird. Es sind jetzt 10 Folgen von Staffel 4 hier bei Disney Plus. Staffel 3 hatte 14. Gut, vielleicht ist die vierte Staffel auch kürzer. Staffel 2 hatte 20, also es scheint nicht immer gleich zu sein. Wie viel hatte denn Staffel 1? Staffel 1 hat auch 20 gehabt, also es werden weniger Folgen irgendwie. Ja gut, hast du ja manchmal. Das manchmal Serien, die haben immer dieselbe Anzahl an Folgen pro Staffel und einige, die schwanken da ziemlich. Also ich habe jetzt tatsächlich noch 3 Folgen. Ich habe Staffel 4, Folge 7 ist die letzte, die ich gesehen habe. Okay. Ja, dann. Ist es dann immer noch spannend? Ne? Ich meine, wenn du jetzt bei Staffel 4 bist, kann es ja nicht so schlecht gewesen sein. Aber gibt es immer noch gibt's dann immer wieder was Neues oder ist das irgendwie so, ja, okay, die machen die ganze Zeit irgendwie dasselbe? Ja, das ist halt in meinen Augen weiterhin das große Problem. Man hat wirklich das Gefühl, jede Folge versucht, die Folge davor nochmal irgendwie so ein bisschen zu überbieten. Also das große Krassheitsproblem, was ich halt immer mal sehe bei so Serien, man hat das Gefühl, das muss immer spektakulärer werden. Das letzte, was wir hatten, war irgendwas mit einem Serienmörder, der dann Brände gelegt hat und dann hat er ein Haus in die Luft gesprengt, während die Leute quasi davor standen und dann hat er einen von denen selber mit entführt und dann gab es so einen Zweikampf zwischen dem einen und dem Killer und so. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir immer so denke, so, ja Leute, das passiert doch aber normalen Streifenpolizisten nicht. Weißt du, also ich meine, da gab es auch eine Folge, da wurde eine von so einer Drogenbaronin aus Ecuador oder so entführt. Und die anderen haben dann irgend so eine Special Forces Geheimoperation in einem fremden Land quasi durchgeführt, um die zu retten. Wo ich mir dann echt so dachte, so, man muss schon beide Augen zudrücken und sagen, Nathan Fillion ist einfach schon ein sau sympathischer Typ, sonst kann man das nicht, kann man sich das eigentlich nicht angucken. Was auch wieder ganz interessant war, nach Staffel 3, glaube ich, hatte wieder einer keinen Bock mehr und ist ausgestiegen. Und man hat das daran auch gemerkt, wie die Figur quasi aus der Serie verschwindet. Man sieht ihn nämlich in der letzten Folge der vorangegangenen Staffel nicht mehr. Und in der Folge danach sieht man nur die Aufnahme von einer Überwachungskamera, wie der Typ von hinten erschossen wird. Und dann reden sie ab und zu nochmal über ihn, aber er taucht halt nie wieder auf. Da wollten sie auch schnell loswerden. Das ist wieder irgendwas vorgefallen. Das war kein geplantes Ding. Ja, er wollte anscheinend nicht mehr. Ich habe es dann mal gegoogelt und der Schauspieler wollte nicht mal mehr quasi ans Set kommen, um seine Abschlussszene oder sowas zu spielen. Deswegen wahrscheinlich das mit der Kamera. Und der ist aber auch komplett ausgestiegen. Also der hat wohl auch sein Social Media und alles gelöscht und ist irgendwie abgetaucht. Okay. Der hatte von den ganzen Medienrummel keinen Spaß mehr, also kein Problem. Wahrscheinlich. Ja gut, kann ja auch sein. Ja, also ich kann mir das auch ein bisschen schwierig vorstellen, wenn ich jetzt hier, es sind jetzt keine krassen super Triple-A-Schauspieler, also jetzt nicht die großen Berühmtheiten, aber es werden wahrscheinlich genug Leute geben, die dann ständig auf der Straße anquatschen und sagen, ey, du bist doch der Typ aus. Ne? Ja. Hast du mal ein Autogramm für mich? Kannst du mal hier, kannst du mal da? Und das kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwann einfach nervig wird. Wenn du halt einfach kein Privatleben mehr hast, weil ständig irgendein Typ ankommt und mit dem Foto haben will oder ein Autogramm haben will oder sonst was. Na gut.
dann habe ich entschieden dazu, nee, ich habe jetzt vielleicht genug Geld zusammen oder ich mache halt einen anderen Job, der mir mehr Spaß macht, der vielleicht ein bisschen unaufgeregter ist und dann reicht das auch für mich. Das kann ja sein. Gut, wenn es hier noch den großen Durchbruch gibt mit Podcasts und YouTube-Kanal, dann müssen wir uns überlegen, was wir machen. Also sagen wir so, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt irgendwie auf der Straße angequatscht werden und sagen, hey Nils, hey dir, ich möchte ganz gern ein Foto mit euch oder ich möchte ganz gern eure Unterschrift, euer Autogramm, das ist mir was wert. Wo ich mir denke, nein, ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Ey, ich kann mir das noch nicht mal bei großen YouTubern vorstellen, so richtig. Also wenn du jetzt hier Rocket Beans oder sowas nimmst, wenn irgendwie Buddy oder Simon irgendwo auftauchen, dass da die Menschentraube rum ist und Fotos macht und die anschreien oder so, ja, kann mir auch nicht so vorstellen. Ja, wobei Eddie schon mal erzählt hat, dass ihn immer wieder auch Leute ansprechen wegen Foto machen und so. Ja, gut, mal ansprechen und hier, du brauchst jetzt schon Security dabei, weil dir ansonsten Leute auf die Nerven gehen. Ja gut, ich denke mal sowieso in deinem Kiez, sage ich jetzt mal, da kennen die Leute dich dann ja auch irgendwann, da ist es dann nicht mehr spannend. Also ja, nehmen wir mal an, du wärst jetzt berühmt und du rennst da ja in Fulda immer an den gleichen Orten rum, diese denken sich dann auch so, ja guck mal, da ist der Dirk wieder. Ja, ja, das denken sie jetzt schon. Der Typ schon wieder. Und dann, ja, was hast du denn geguckt? Ich habe zwei Filme gesehen. Einen Film habe ich mal wieder gesehen, den kennen wir sogar wir beide. Eine Freundin war jetzt zu Besuch und haben gesagt, okay, ich kann dir den empfehlen, weil sie fand ja Belle auch ganz cool. Aber gesagt, ey, ich kenne einen besseren Film. Und zwar war das Hello World. Ja, den haben wir beide mal im Rahmen von Screentime gesehen. Ich weiß gerade gar nicht mal, was für eine Folge das war, aber immer noch ein cooler Film, der ein paar Twists aufweist, die man nicht kennt, wenn man halt vorher sich komplett raushält, was Trailer und Beschreibung so anbetrifft. Ich habe ja auch gesagt, so, ey, guck dir keinen Trailer an, der Trailer verrät schon zu viel, guck dir keine Texte zu an, sondern lass dich einfach mal überraschen, ne, was der Film so bringt. Und ich glaube auch, dass wir am Anfang so ein bisschen so, okay, das ist jetzt die Story, ne, aber dann, wir wissen es ja, der hat so ein, zwei Twists noch mit drin und ich denke, dann hat es dann doch ganz gut gefallen. Für mich ja, eigentlich brauchen so. Wir, warte, ich guck mal kurz, welche Folge das war. Genau, guck doch mal, was für eine Folge es ist. Ich habe den entdeckt, damals auch einfach nur durch Zufall, weil, glaube ich, 2020 die Nippon Connection war das, glaube ich, nicht stattfinden konnte. Die ist, glaube ich, immer in Frankfurt oder sowas. Und deswegen haben sie es halt digital gemacht. Ja, und ich habe dann einfach so einen Pass geholt für die Filme und dann habe ich mir dann zwei Animes angeguckt und das war einmal jetzt hier Hello World. Wo du einfach sagst, okay, es läuft einfach ein Anime, komm, guckst du den Anime, da wusste ich vorher auch nicht so viel drüber. Der hat mich dann echt begeistert. Und danach Hair Blue Sky, der eigentlich auch ganz cool ist, den ich eigentlich auch mal wieder gucken müsste, weil der war auch gut. Also die Folge heißt überraschend anders, Hello World Screen Time. Da steht keine Nummer dabei, die haben wir irgendwann eingestellt, glaube ich. Stimmt, ja, wir haben irgendwann keine Nummer mehr beigepackt. Vor vier Monaten hochgeladen, 5 Aufrufe. Also wenn ihr das jetzt hört, guckt es euch mal an. Das Video braucht noch ein paar Klicks. Ja, auf jeden Fall. Dann erzählen wir euch noch ein bisschen mehr über Hello World und was da drin passiert und ob es was taugt. Aber ich finde es immer wieder mal, das ist auch einer der wenigen Animes, die ich glaube ich auf Blu-ray habe, weil ich auch gesagt habe, okay, das Ding kaufe ich mir, weil das war gut. Und das mache ich nicht bei jedem. Ich muss auch sagen, ich fand den, hab den als sehr interessant, natürlich auch kompliziert, wie immer, wenn du irgend so komische Zeitgeschichten am Start hast. Mhm. Aber war schon, hat Bock gemacht. Da kann man wirklich nichts sagen. Aber wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, das Video geht 26 Minuten. Das brauchen wir jetzt hier nicht wiederholen. Und ich merke auch gerade, ich habe schon, glaube ich, wieder einiges vergessen. Also vielleicht müsste man den nochmal schauen. Ey, guck dir ein Jahr oder sowas nochmal, wenn du noch ein bisschen mehr vergessen hast. Und dann hast du wieder diese Momente, so, ah ja, stimmt. So wie bei mir mit Butterfly-Effekt, der jetzt endlich hier bei uns da draußen ist, die letzte Screen-Folge. Den ich vor... habe ich das letzte geguckt, mindestens 15 Jahre her. Wenn nicht sogar schon eher Richtung 20. Und ich einfach nur noch so die Grundprämisse drauf hatte und ein, zwei Szenen. Und dann diesen Film noch geguckt habe und einfach neu überrascht worden bin von diesem Film. Der im Endeffekt natürlich ein bisschen gealtert ist, aber es geht noch. Und man so ein, zwei Dinge für in der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen dumm findet. Aber Butterfly-Effekt ist immer noch cool. Ja, ist ein geiler Film. Den mag ich auch gerne. Ey, und es ist schon krass, wie die Zeit vergeht, ne? Wenn du überlegst, wie alt der jetzt schon ist.
fast schon ein Klassiker. Ja, schon, echt. Wir haben jetzt 2022. Wenn du jetzt überlegst, okay, es kommt jetzt dieses Jahr Avatar 2 raus, der 2009 gelaufen ist. Und 2009 fühlt sich schon an wie so, oh, das ist Ewigkeiten her. Mhm. Und dann ziehst du da irgendwelche alten Filme noch aus dem Hut, wie Face Off, der irgendwie von 98 oder sowas ist. Und dann denkst du so, ey, das war noch im letzten Jahrtausend. Also das ist... Das ist schon krass, dass James Cameron jetzt echt 13 Jahre gebraucht hat, um da nochmal was rauszubringen. Jein. Ne, also die Sache ist ja, dass James Cameron jetzt nicht nur einen Film kreiert hat, der hat ja direkt vier kreiert. Ne, der hat ja gesagt, okay, er bastelt jetzt direkt die Drehbücher für Avatar 2 bis 5. Und das hat natürlich ein bisschen länger gedauert. Und der hat jetzt natürlich auch schon Szenen gedreht für Avatar 3, 4 und 5. Weil da natürlich auch Kinder und sowas mit dabei sind. Wenn er das jetzt nacheinander drehen würde, dann wären die ja ein Jugendalter, obwohl der gerade noch ein Kindesalter war oder so ähnlich, weißt du? Deswegen hat er da schon so parallel ein bisschen was gedreht und aufgebaut. Und ich kann mir auch vorstellen, gerade bei diesem Film ist die Post-Production halt ein Riesenaufwand. Weil das Ding halt, wenn es so ist wie im ersten Teil, zu 80-90% aus Animationen besteht und die Animationen natürlich auch gut aussehen sollen, dann hast du noch dieses 3D drin, was sehr gut gemacht ist, das muss man auch sagen. Das ist ja auch kein schnell mal drüber gehuddeltes Ding, wie es vielleicht einige Filme am Anfang gemacht haben. Na, als Avatar dann groß wurde und dann alle gesagt haben, so, oh, 3D ist der heiße Shit, dann gab es so Filme wie, was war das, Zorn der Titanen oder sowas, wo sie den Film um eine Woche verschoben haben, um eine Woche, und haben daraus eine 3D-Version gemacht. Da haben sie einfach irgendwie so ein Programm drüber laufen lassen und dann hatten sie einen 3D-Film gehabt. Das macht James Cameron ja nicht. Ne? Der guckt ja schon, dass es ordentlich ist. Und ich kann mir bei James Cameron auch vorstellen, dass er das so gebaut hat, dass es auch Sinn macht. Ne, dass Teil 2 bis 5 auch wirklich ein zusammenhängendes Filmwerk ist und nicht, okay, ja, wir haben jetzt mal einen Teil 2 das gemacht und Teil 3 machen wir wieder komplett anderes, sondern dass es zusammenhängend und gut wird. Und deswegen hat es wahrscheinlich alles ein bisschen gebraucht mit Planung und Aufbau und Drehbuchschreiben und was weiß ich. Und jetzt fängt es an. Ja. Ja, Avatar 2 kommt fix dieses Jahr. Jetzt haben wir den ersten Teaser und jetzt werden die Werbetrommeln schon gerührt. Also ich denke mal, das ist diesmal fix. Na, es gab immer auch schon mal Gerüchte, okay, da kommt 2015, nee, dann doch nicht, dann 2016, nee, dann doch nicht. Aber ich denke mal, 2022 ist Avatar 2 fix. Und ich denke jetzt auch, dass sie das in den 2-Jahrestakt auch schaffen werden. Disney ist ja so drauf, gehört ja mittlerweile zu Disney Fox und die haben das ja so geplant, dass die alle 2 Jahre einen Teil rausbringen, immer abwechselnd mit einem Star-Wars-Film. Also dieses Jahr dann Avatar, nächstes Jahr dann Star Wars, danach wieder Avatar. Und ich denke mal, dass sie das jetzt so schon einplanen können, dass sie diese 2-Jahres-Rhythmus halten. Hm. Ja gut, wie gesagt, ich will jetzt nicht schon wieder die Avatar-Diskussion losdrehen. Ja. Ne? Aber die Frage ist ja wirklich, was hat der gute Mann noch im Köcher, was er mir erzählen will? Das interessiert mich ja. Wer weiß. Also der erste Teaser, wie gesagt, war eher so eine Tech-Demo. Die hat eher gezeigt, so, okay, die Welt ist cool, wir bauen hier eine riesengroße Welt auf und mit Unterwasser und etc. Und ich kann 3D noch. Also 3D sieht immer noch mega geil aus. Storymäßig hat dieser Trailer bisher nichts verraten, außer dass es halt um seine Familie geht. Aber kann auch sein, dass er sich jetzt für die nächsten 4 Teile irgendwie eine großartige, mega epische Story ausgedacht hat, die zieht. Weiß man nicht. Wird man dann im Dezember sehen. Also das wäre schon bitter, wenn man das nach 13 Jahren dann nicht auf Lager hätte. Ja, ich habe jetzt gelesen, der hat ja noch nebenher, ich weiß gar nicht, ob er da überhaupt so richtig beteiligt war, wahrscheinlich nicht, aber er hat zumindest angeleiert, die bringen ja Titanic nochmal ins Kino. Also sein zweiterfolgreichstes Werk. Schon wieder? Ja, zum 25. Jubiläum. Ah. Und zwar nächstes Jahr im Februar, also passend irgendwie zu Valentinstag, bringt er Titanic nochmal ins Kino und zwar diesmal jetzt in 4K HFR gemastert. Also nimmt den Schinken von 1997, der vielleicht gerade so ein HD war, wenn du Glück hattest, und baue das jetzt hoch auf 4K HFR. Also das Vierfache mindestens von denen an Auflösung. Plus nochmal eine höhere Geschwindigkeit. Weiß ich nicht, wie sie das machen wollen. Die haben wahrscheinlich dann Zwischenschritte irgendwie jetzt rausgerendert etc. Also es muss ein mega Arbeitsaufwand gewesen sein. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Obwohl ich persönlich sagen müsste, ey, ich hätte Bock drauf. Nicht unbedingt jetzt, dass es jetzt 4K und HFR ist, aber Titanic im Kino ist halt trotzdem nochmal ein anderes Ding. Wir können ja dann Screentime Titanic machen im Februar. Ja, können wir machen. Ne? Und viele sagen so, ja, Titanic, ja, das ist der Schnulzenfilm oder da geht es nur um da, bla bla bla. Aber ich finde auch die Romanze jetzt hier zwischen Leonardo DiCaprio und Kate Winslet da drin gar nicht mehr so kacke. Ne? Das ist jetzt nicht diese Riesenschmonzette. Und die Katastrophe, die sie da drumherum bauen, die ist halt
echt gut inszeniert. Ich muss ja halt ehrlicherweise sagen, ich habe den Film das erste Mal gesehen, da war ich irgendwie so, weiß ich nicht, 14, 15, 16, irgendwie so in dem Dreh und habe mich halt wirklich für die Titanic interessiert. Und dann habe ich halt echt den Film geguckt und habe mir gedacht, Mann, wann säuft endlich das scheiß Schiff ab? Weil gut, es dauert halt schon lange bis zu dem Punkt, wo dann das kam, worauf ich gewartet habe. Ja, aber das ist halt auch richtig geil inszeniert gewesen. Ne? So der Untergang der Titanic und man muss auch sagen, die Special Effects vorher, wenn du wirklich mal so ein Making-of so anguckst, so Titanic, was sie da gebaut haben, was sie gemacht haben, alter Falter, nicht schlecht. Die haben so einen Teil von diesem Schiff nachgebaut und die hatten dann, glaube ich, die Hälfte des Schiffes gehabt und die andere Hälfte haben sie gespiegelt, weswegen dann die Leute irgendwie mit dem spiegelverkehrten Aufdruck durch die Gegend gelaufen sind. Keine Ahnung, also die haben da einen riesen Aufwand gemacht. Ich meine, der war auch richtig teuer gewesen und der hat ja auch richtig viel eingespielt. Das war ja, der kam ja 97 raus und das war ja 97 quasi der Blockbuster-Film überhaupt. Ich weiß gar nicht, wie viele Oscar der jetzt gewonnen hat, aber er hat genug gewonnen und ich muss auch sagen, teilweise auch echt zurecht. Und der erfolgreichste Film bis Avatar. Bis Avatar, nicht? Korrekt, ja. Bis 2009, also 12 Jahre hat er sich auf Platz 1 gehalten als erfolgreichster Film. Ich bin ja mal gespannt, ob Avatar 2 jetzt auch wieder irgendwie den Rekord bricht. Die Sache ist halt, da ist die große Frage dahinter, wie sehr sind die Leute noch an Avatar interessiert? Wenn jetzt alle hören, die begeistert waren von Avatar 1 und sagen so, obwohl ich sagen muss, ich glaube, die meisten haben Avatar in Erinnerung als geiler 3D-Film, nicht unbedingt wegen der Story. Mhm. Und 3D ist halt in den letzten 12 Jahren eher so ein Hintertreffen geraten. Weiß ich nicht, ob die Leute da jetzt noch sagen, oh geil, ich habe jetzt nochmal Bock. Oder die sagen einfach nostalgisch, euer Avatar 1 war ja geil, jetzt geht's in Avatar 2. Ich weiß es nicht. Also ich denke nicht, dass es jetzt ein riesen Flop wird, dass da gar keine Sau reingeht. Aber ob es jetzt nochmal der Film des Jahres wird, wo wir sagen, okay, der kratzt jetzt wieder in die Top 10 der erfolgreichsten Filme, das weiß ich nicht. Das muss ich echt, das kann so oder so, ich kann mir beide Szenarien vorstellen, dass der gut läuft, weil ich denke nicht, dass er scheiße laufen wird. Dass entweder gut läuft oder halt mega gut. Das weiß ich nicht. Wird sich zeigen, aber das dauert ja gar nicht mehr so lange. Ich muss sagen, dieses Jahr würde ich sogar sagen, Thor 4 interessiert mich mehr als Avatar 2. Es sind aber auch grundverschieden andere Filme. Ich denke ja, mal, aber Thor es sind beides 4, Blockbuster. Ja, natürlich, Thor 4 ist halt eher so aufgebaut als, okay, wir machen einfach Fun. Also ich habe da keine großen Erwartungen an Thor 4, außer dass der Film halt Spaß macht. Ich muss ehrlich sagen, ich mag ja Natalie Portman und ich will Natalie Portman als Thor sehen. Das finde ich alleine schon cool. Echt? Ich will die Asgardian of the Galaxy sehen. Ich will den Twist wieder haben zwischen Thor und Star-Lord. Und ja, man muss auch sagen, Thor ist eine geile Figur. Nee, Thor ist eine geile Figur. Am besten ist eigentlich noch Thor neben Loki. Ganz ehrlich, die beiden zusammen ist auch mega. Spielt denn Chris Hemsworth eigentlich noch mit bei Thor 4? Ja. Du hast ihn ja, schon gesehen? Weiß ich nicht. Ich bin da ja überhaupt nicht im Thema. Und auf dem Plakat ist halt Female Thor. Es gibt verschiedene Plakate. Es gibt auch eine mit Ziegen drauf. Also. Ah, okay. Ich kenne nur das Hauptplakat. Das heißt, du hast den Trailer noch nicht gesehen? Nope. Das müssen wir mal machen, dann hast du schon wieder den richtigen Vibe drin, was es da geht. Nee, klar, dann habe ich wahrscheinlich keinen Bock mehr drauf, wenn ich den Trailer gesehen gut, habe. Gut, dann hast du überraschend, aber nee, Chris Hemsworth ist natürlich mit dabei. Aber ich denke mal, dass er jetzt so ein bisschen abgelöst wird. Dass jetzt Marvel hergeht und sagt, die alten Helden, na, die tun wir jetzt so nach und nach alle aussortieren. Weil wir haben ja 5000 neue Helden, die wir jede Woche noch dazu packen. Ja, gut, jede Woche nicht, aber mit jedem Film habe ich das Gefühl, kommt irgendwie neuer dazu. Deswegen werden sie so ein bisschen die alte Riege so nach und nach ein bisschen ablösen. Jetzt muss man mal ehrlicherweise sagen, Thor ist ja ein unsterblicher Gott. Ja. Chris Hemsworth ist halt nur ein Mensch. Das heißt, man muss ihn loswerden, bevor er älter aussieht, sagen wir mal. Und er ist jetzt halt 38. Echt jetzt erst? Scheiße, ey. Wenn ich denke, ich bin 36, also 38, ich sehe so aus und Chris Hemsworth sieht so aus. Das kommt nicht vom Alter, Dirk.
Nee, scheiße. Ja, aber er spielt mit, aber wie gesagt, ich denke mal, das wird so seine Älteren. Es wird ja schon ein bisschen suggeriert, dass er sagt, okay, ja, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Heldenscheiße, sondern ich will jetzt einfach mal was für mich finden. Ja. Ich finde es ja interessant, dass Natalie Portman 2 Filme lang raus war. Ja. Und jetzt aber wieder einsteigt. Ich weiß auch gar nicht, warum die eigentlich raus ist. Ob es da mal irgendwie so Streitthemen gab, warum sie die rausgebastelt haben. Oder, ich würde ja eher sagen, weil Natalie Portman eine seriöse Schauspielerin ist und kein Interesse hat, in so einem Quatsch mitzuspielen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Hatten die schon im zweiten Film Natalie Portman nicht mehr dabei gehabt? Da war sie quasi so eine... Da ist sie kurz aufgetaucht als so eine Art Hologramm oder irgendwie sowas. Ja, da war es ja. Dann wird irgendwie erzählt, okay, das ist die Ex-Freundin und bla bla bla. Und jetzt hat er die am Start. Wo ich mir auch denke, so, okay, das klingt so wie bei Rookie halt. Okay, die haben es einfach rausgestrichen. Ja, ja, so ähnlich. So ähnlich klingt das halt. Deswegen habe ich mir so gedacht, okay, ja, die hatte keinen Bock mehr oder das Studio hat keinen Bock mehr. Also habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass sie jetzt gesagt haben, ja, okay, Natalie Portman ist wieder mit dabei. Ja, oder so wie bei hier bei Transformers war das doch auch so. 2 Filme war er mit Megan Fox zusammen und dann hat er auf einmal diese andere Modelfreundin gehabt. Ja, nee, hat ja nicht mehr geklappt mit der. Oh, schade. Egal. Nee, sieht auch süß aus. So, weiter geht's. Ja, ganz ehrlich, Rosie Huntington-Whitley war das. Ja. Das weiß ich noch. Ey, viele Kerle haben doch einfach nur Transformers mehrfach gesehen wegen Megan Fox. Tut mir leid. Hey, ich muss dir ehrlich sagen, ich kann mich da nicht ausnehmen. Wenn Megan Fox durch diese Schlacht rennt, das ist schon schön anzusehen. Oder Autos repariert. Ja, doch. Aber Transformers ist halt auch so ein Film, ganz ehrlich. Ich glaube, Transformers ist ähnlich wie Thor. Da brauchst du keine guten Story dabei. Hauptsache, es macht Spaß. Ja. Das ist wohl wahr. Und du kannst über was Transformers... Was hat dir denn noch Spaß gemacht? Gesagt. Sorry, jetzt haben wir durcheinander gelabert. Sag ja, du erst mal. Was hat mir noch Spaß gemacht an Filmen? Nee, ich meine diese Woche. Das war jetzt die Überleitung Woche zu dem, was du noch gesehen hast. Jetzt. Ich dachte, du fragst jetzt gerade nochmal, okay, ja, welche Filme haben mir noch Spaß gemacht? Nee, was haben wir denn diese Woche gesehen? 4 Wände für 2 lief in der Sneak Preview. War ein spanischer Film. Aha. Den hatten wir in der Kinovorschau noch nicht besprochen, der startet erst. Ach so. Vier Wände für 2. Geht um eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die eine Wohnung irgendwo in Spanien kauft, ich glaube in Cadiz, die relativ günstig ist für die Lage und für die Größe, hat nur den Haken, der Besitz geht erst an sie über, wenn die derzeitige Bewohnerin verstorben ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt sie war, ich glaube 70 oder sowas und der Makler geht dann mit ihr durch und sagt dann so, ja, okay, sie ist schon so alt, hat schon 2 Beipässe und sie trinkt und raucht und ja, ganz ehrlich, so lange macht die auch nicht mehr. Ne? Und kommt natürlich dann aber so, dass die sich dann kennenlernen natürlich, schon allein wegen der Vertragsunterzeichnung. Und die ältere Dame Lola, die ist strange, die ist schon gut drauf. Die denkt so, okay, naja, ich habe noch ein bisschen Spaß in meinem Leben. Und die geht auch her und sagt dann mit der Kohle, ganz ehrlich, da kaufe ich mir so einen großen Flatscreen und baue dann dies. Und die ist für ihr Alter noch ziemlich gut rüstig drauf. Und ganz ehrlich, dass die raucht und trinkt, na gut, das sieht man jetzt nicht direkt an. Ja, also die ist noch richtig rüstig drauf und wird da wahrscheinlich noch ein bisschen leben. Ja, die freuen sich natürlich dann so ein bisschen an. Ist so ein Film, wo ich sagen würde, okay, dafür wurde das Wort nett erfunden. Weißt du, das ist kein Film, wo du sagst so, boah, das war jetzt der mega coole Film, den gucke ich noch 3 Mal, war aber auch nicht so, okay, der nächste Scheißfilm. Ne, sondern, okay, der war sympathisch, den hat man jetzt gesehen, aber es reicht. Ne, den kann man sich gerne einmal angucken, hat dann Spaß mit, aber es ist jetzt keiner, wo du sagst, okay, ja, den empfehle ich jetzt überall weiter, weil das jetzt der Film des Jahres ist. Keine lebensverändernde Erfahrung. Nee, das nicht, aber wirklich so ein amüsanter Film. Na, natürlich geht es auch ein bisschen Richtung Komödie, vielleicht ein bisschen Drama mit drin, aber eher in Richtung Komödie. Und ist, wie gesagt, kann man sich gerne angucken, ob es jetzt ein Kino direkt sein muss. Ja, so viel ist da nicht drin, wo ich sage, okay, da gibt mir das Kino ein bisschen mehr. Aber doch, wenn man was Nettes, Leichtes nebenher gucken will, ist der geeignet. Das war meine Erfahrung. Ich muss sagen, das Plakat sieht übelst
Das Plakat sieht übelst billo aus. Das sieht übel scheiß aus, aber der Film ist besser. Okay. Also wenn ihr jetzt nur das Plakat seht, der Film ist besser, als das Plakat hier irgendwie suggerieren würde. Hm. Weil das sieht echt nicht gut aus. Das habe ich auch gedacht. So, ich habe ja vorher über den Film gar nichts mir angeguckt. Ich wusste nur, okay, wir spielen den Film und dann ist gut. Habe mir das Plakat nicht angeguckt, habe mir den Text dazu nicht angeguckt, obwohl man es ja halbwegs suggerieren kann und ich den Titel, was da vielleicht passiert. Aber dann habe ich dann später das Plakat gesehen und habe gedacht, so, okay, das ist schon arg übel. Das ist schon schlecht. Weißt du, was ich dir echt hoch anrechne? Du bist einer der wenigen Menschen, der weiß, was in der Sneak läuft und guckst dir trotzdem jeden Film an. Ich glaube, wenn ich deinen Job hätte, dann würde ich bei einigen Filmen machen so, ja, so, das war die Moderation und jetzt viel Spaß bei dem Film und dann will ich nach Hause gehen. Nee, aus mehreren Gründen. Außerdem, ich bin ja schon Sneakgänger, bevor ich überhaupt im Kino angefangen habe zu arbeiten. Ich habe ja schon vorher mit der Sneak angefangen, deswegen kann ich ja die ganze Truppe da drin schon und bla bla bla. Es gibt einen Film, wo ich rausgegangen bin. Das war 2005, da war ich halt noch nicht im Kino tätig. Und zwar war das die Dokumentation George Michael, A Different Story. Eine Doku über den Sänger George Michael, wo sie dann am Anfang so erzählt haben, so ja, da bin ich dabei zur Schule gegangen und da sind wir alle ausgestiegen. Ich meine, bei der Sneak bei uns wird ja immer der Film noch bewertet. Man kann dann so Punkte geben von 1 bis 10, also 1 ganz schlecht, 10 ganz gut. Und damals saßen da noch nicht so viele Gäste drin, wie es vielleicht heute tun. Vielleicht so 10 Mann. Na, und ich war der Letzte, der gegangen ist. Und der hat die legendäre Bewertung von 1,0. Weil wir halt einfach alle gegangen sind nach 15 Minuten und haben gesagt, ey, was ist das für eine Scheiße? Aber weil ihr euch nicht für George Michael interessiert habt, oder ja, was? Ja, korrekt. Das ist halt Special Interest. Wenn du George Michael magst, ist das vielleicht interessant für dich, aber mich interessiert George Michael nicht. Absolut nicht. Mhm. Und deswegen war das für mich irgendwie so, nee, danke. Und ich bin ein zweites Mal aus einer Sneak abgehauen. Allerdings war das nicht bei uns jetzt hier in Fulda, wo ich dann moderiert hatte, sondern da war ich halt zu Gast gewesen. Da hatte ich dann einen Termin gehabt, dienstags morgens. Und da musste ich dann halt schon mal dahin fahren nach Münster. Und hab mir gedacht, okay, hier gibt's auch ein Kino, die machen auch montagsabends eine Sneak. Guck's mal an, wie die Sneak die hier machen. Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was mitnehmen, vielleicht ein bisschen inspirieren lassen. War nicht der Fall, die Moderation war ein bisschen lame, aber okay. Und dann lief ein Film über ältere Herren, die Synchronschwimmen machen wollen. Als Doku? Nee, nicht als Doku, sondern wirklich als Film gedreht. Ich glaube, das war so ein britischer Film gewesen. Und dann habe ich auch gedacht so, nee, danke. Ich habe gesehen, die haben hier die Riesenanlage in diesem Kino. Die haben 4K mit D-Box und Atmos-Sound und sowas. Und ich gucke mir jetzt in diesen Saal, wo du vorher so eine kleine Demo natürlich bekommen hast, machen das immer so hier, bevor der Film anfängt, machen so eine 4K-Atmos-Demo, wo du denkst, okay, das sieht schon cool aus und das klingt schon echt gut. Und dann kommt halt so ein Film, der in HD-Stereo gefühlt gedreht ist. Und dann so, okay. Ich habe jetzt gesehen, Endgame läuft in 4K Atmos, D-Box. D-Box ist, wenn die Sitze noch rütteln. Ja? Dann haben die dann immer solche Punkte in der Lehne hinten drin und an den Sitzflächen und dann tun die zu bestimmten Szenen dann nochmal ein bisschen mitrütteln. Und dann habe ich gedacht so, nee, das gucke ich mir jetzt nicht an. Ich gehe jetzt raus und hole mir ein Ticket für Endgame. Und war dann halt dann in Endgame gewesen, in 4K Atmos D-Box. Und das war schon gut. Haben dann schon zum zweiten Mal geguckt, aber hey, lieber das als das Ding da. Den habe ich dann sowieso geguckt, weil 2 Wochen später kam er dann Fulda, dann habe ich den Film sowieso nochmal geguckt. Dann habe ich dann den auch durchgeguckt. Den Synchronschwimmerfilm oder was? Ja, der Synchronschwimmerfilm, der kam dann zu uns. Und dann habe ich den nochmal geguckt und dann denke ich mir so, okay, dann ist ja gut, dass du da rausgegangen bist, hast du auch nichts verpasst. Ansonsten hättest du den Film zweimal geguckt, den du schon mal einmal sehen wolltest. Aber ich zu der Ursprungsfrage zurück, ich bin eigentlich ein Fan davon, halt auch mitreden zu können. Weißt du, wenn die Filme oder die Leute sagen, hier, ja, nee, der Film war scheiße, der Film war gut, dass man da ein bisschen weiß, okay, ja, war er denn jetzt gut oder schlecht? Wie ist denn deine Interpretation davon? Also ich habe jetzt letzte Woche auch einen verpasst, weil ich halt einen Hof war auf einem Konzert. Und das finde ich dann schon schade, wenn die dann später drüber quatschen über den Film und du sagst, okay, ich kann nicht mitreden, weil ich weiß nicht, ob der jetzt gut war. Weil gerade auch bei denen, ich weiß gar nicht mehr, was das überhaupt war. A-E-U-U, Dingsbums da, das ist das Schnellalphabet der Liebe, lief in das Lied. Und die einen fanden den mega gut, die anderen fanden mega schlecht und ich stehe da in der Mitte und denke mir, ja, kann nichts darüber sagen. Außerdem ist es ja mittlerweile bei uns in der Sneak so, was heißt mittlerweile ist es schon länger so, dass man nach dem Film halt dann auch nochmal da ist und ein bisschen darüber unterhält und es ist ja, die Sneak bei Fulda ist ja nicht nur einfach,
okay, wir setzen uns jetzt rein, gucken einen Film, sondern da ist ja schon ein bisschen mehr Gemeinschaft zusammen. Das ist ähnlich wie so ein Stammtischabend, wo man dann noch ein bisschen quatscht und dann Leute trifft, die man vielleicht dann nur montags trifft und dann, dann macht man da ein bisschen mehr mit. Ja, und ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich den Film halt nicht kenne oder schon jetzt, wie bei uns hier in der Kinovorschau, irgendwie mal bequatscht habe, dann versuche ich weniger drüber zu erfahren, dass ich dann auch ein bisschen überrascht bin. Weil teilweise haben wir es ja wirklich schon gemerkt, dass der Text oder der Trailer einfach viel zu viel verrät über diesen Film. Ja, und der dann dadurch auch ein bisschen weniger Spaß macht. Super, super Beispiel ist da Tucker and Dale vs. Evil. Der Film ist so durch, ich finde ihn mega gut, aber der Trailer verrät einfach schon die besten Sachen da drin. Und dann ist es echt schade. Weiß nicht, kennst du den? Ja, aber Tucker and Dale vs. Evil? Nein. Nein. Meine Schwester hat ihn immer angepriesen als voll den geilen Film. Ja. Das Problem ist, meine Schwester und ich sind grundverschiedene Menschen. Ja, aber das sind heißt, wir beide doch auch. Ja, aber bei meiner Schwester ist das eigentlich so, wenn die sagt, sie findet irgendwas geil, sage ich darüber, ich finde es scheiße. Und andersrum ist es genauso. Also kein Witz, es war, ich war mit meiner Schwester im Kino, habe Star Wars Episode 8 geguckt. Okay. Da hat sie hinterher zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, was du hast, der ist ja übelst geil. Dann haben wir Star Wars Episode 9 geguckt, wo ich rausgegangen bin und dachte so, ja, ist okay, war irgendwie versöhnlich. Und sie meinte zu mir, boah, der war ja mega scheiße. Und so zieht sich das halt durch. Deswegen ist es eher so, wenn sie sagt, irgendwas ist geil, denke ich mir schon so, okay, ist wahrscheinlich nichts für mich. Also ich fand ihn auch gut. Aber ja, okay. Ich glaube, man muss das mögen. Aber hey, ja, wir haben ja so ein Format, da kann man ja mal Filme vorschlagen und dann gucken wir mal. Ist der so Shaun of the Dead mäßig? Ja, schon eher. Okay, weil den finde ich okay. Also was ja, heißt, also, den finde ich gut sogar. Also das ist jetzt das ist schon eher Richtung Horror-Komödie, aber schon eher Komödie. Und der nimmt sich selbst sarkastisch ganz schön auf die Schippe. Der nimmt auch die ganzen Horror-Genres so ein bisschen auf die Schippe. Und das finde ich eigentlich recht cool. Ja gut, dann könnte ich den vielleicht doch mögen. Ja, gucken wir mal. Irgendwann bei Screentime gucken wir mal. Tucker and Dale vs. Evil. So, und dann habe ich diese Woche noch ein Anime angefangen, ist mir gerade eingefallen. Ich habe, glaube ich, einen zu Ende gebracht, weiß ich gar nicht mehr, was war das? Dieses Osamaka habe ich, glaube ich, zu Ende gebracht. Wo es um die... nee, den habe ich schon früher zu Ende gebracht. Nee, ich bin ja ganz vielen... Science fell in love, so they tried to prove it, oder irgendwie sowas ist das Ding. Es ist ein bisschen stranger, der Titel. Der ist zu Ende gegangen. Ach, ich fand die zweite Staffel auch immer noch sehr, sehr witzig. Ne, wo sie dann, wo zwei, die arbeiten halt an der Universität und zwei denken eigentlich, oh, wir sind verliebt ineinander. Aber es sind beide so hardcore Wissenschaftler-Nerds, dass die sagen, oh, weiß nicht, sind wir jetzt verliebt oder nicht? Wir versuchen es einfach wissenschaftlich zu beweisen. Wir suchen jetzt den wissenschaftlichen Beweis, dass man verliebt ist. So fing halt die erste Staffel schon an. Und die machen dann alle möglichen blöden Tests durch, wie, okay, wenn der Herzschlag jetzt so ist und wir versuchen, den richtigen Moment abzupassen, damit die Stimmung so passt. Also die bauen da irgendwelche Szenarien auf, wo du denkst, oh Leute, das, also eigentlich müsste man doch wissen, was, wenn man verliebt ist oder nicht. Aber nein, sie müssen da jetzt wissenschaftliche Experimente machen, die teilweise natürlich schon ziemlich ulkig sind und teilweise auch ziemlich in die Hose gehen. Aber es macht halt immer noch ein bisschen Spaß. Ne? Man muss ein bisschen Fun dran haben. Und dann haben sie natürlich noch die anderen Kollegen nebenher. Und jetzt haben sie dann irgendwie so Tests gemacht mit Cosplay oder sowas. Ob das die Attraktivität irgendwie, na, wie die beeinflusst wird. Und die hauen auch wirklich wissenschaftliche Sachen manchmal raus, wo du denkst, okay, jetzt habe ich auch wieder was gelernt. Werde ich mir wahrscheinlich keine Woche behalten können, die ganzen Fremdwörter, die mir jetzt um die Ohren gekloppt habt. Aber zumindest ein bisschen was habe ich gelernt. So, der ging zu Ende. Und ich hatte dann noch auf der Liste sowas wie Rising of Shield Hero 2 oder jetzt Demon Slayer. Und ich wollte eigentlich weiter irgendwas Nettes haben. Na, da gab es noch hier diese Kuckuckseier, verdammt, wie hieß denn der hier? Wo die vertauscht worden sind als Kinder und die sich jetzt kennenlernen und die einfach schon verlobt worden sind, was ist das, aber beide gar nicht Couple wollen. Couple of Kukus? Genau, Couple of Kukus, genau. Ja. Den habe ich jetzt auch wieder geguckt und der wird echt nett. Ne, am Anfang denkst du so, okay, das ist ein Blödelei, dass sie dann jetzt hier zusammen wohnen müssen und sowas. Aber nein, der wird echt sympathisch und auch nett und auch nicht so hardcore übertrieben. Ne, also da gibt es natürlich auch so japanisch-typisch, bildet sich dann wieder so ein kleiner Harem um ihn.
aber es ist nicht so Hardcore-mäßig wie bei anderen Serien. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr sympathisch, weil die das auch schön machen. Und du hast ja nicht unbedingt diese typischen japanischen Mädels, die nur Mini-Röcke tragen und eine Oberweite haben, die melonenmäßig sind, sondern ein bisschen realistisch aufgebaut, sagen wir es mal so. Finde ich sehr, sehr amüsant. Und jetzt habe ich noch angefangen, The White Album 2. Ich habe White Album 1 nicht gesehen, macht aber, glaube ich, gar nicht so viel, weil die untereinander nichts zu tun haben. Das ist einfach mal nochmal eine eigenständige Story. Geht um einen Mittelschüler, ich habe seinen Namen, Kitahara oder sowas hieß der, der in der Unterhaltungsmusik AG ist. Also die haben einfach eine Band. Und denen laufen so langsam die Leute so ein bisschen weg, aber die haben dann noch ein Schulfest, wo sie dann auftreten wollen. Und deswegen sucht er dann nochmal jetzt 2, 3 Leute, die dort mitmachen. Er ist auch nur so ein mittelmäßiger Gitarrist und dann hört er immer so einen Musikraum von dem an, wo die Elite-Schüler immer spielen dürfen, so einen Pianisten, der dann ihn auch auf seine Gitarre immer so ein bisschen begleitet, versucht den dann noch ins Boot zu holen, holt dann noch so eine Sängerin dazu. Also so eine Mischung aus, ja, wir haben jetzt so ein Musik-Anime plus halt nochmal ein bisschen Romance mit dabei. Und das finde ich bisher auch relativ charmant. Ne? Der ist schon ein bisschen älter, das heißt, da muss ich jetzt nicht wöchentlich warten, bis eine Folge weitergeht, sondern kann da jetzt einfach mal durchschauen. Ich glaube, bin bei Folge 7 oder 8 jetzt. Weil das heißt, White Album 1 hat eine ganz andere Story, oder was? Ja, genau. Es geht halt um dieses White Album, was einfach mal so ein Album war von irgendeiner bekannten Person, wo sie dann einfach jetzt die Stücke so ein bisschen spielen wollen. Hm. Aber es geht halt auch um dieses Album quasi, aber sind andere Personen, hat nichts miteinander zu tun. Deswegen kann ich jetzt auch da White Album 2 schauen, ohne mir die ganze Zeit Gedanken machen zu müssen, so okay, wer ist das? Weil kenne ich nicht. Und ich habe noch 2 Folgen weitergeguckt von Hikari no Tosan. Also hier Light of Dead oder Vater des Lichts oder nee, wieder was. Final Fantasy Vater. Genau. Final Fantasy 14 Serie, wo der Junge versucht natürlich wieder eine bessere Verbindung zu seinem Vater aufzubauen, indem er ihn dazu lockt, in Final Fantasy 14 mitzuspielen. Das ist ein MMORPG. Und er ist selbst auch dabei, aber gibt sich noch nicht preis. Ne? Also der spielt dann Maid, also einen weiblichen Charakter und hilft ihm quasi so ein bisschen in dieser Welt. Aber er weiß halt nicht, dass es sein Sohn ist, sondern die freunden sich dann quasi in dieser virtuellen Welt ein bisschen an. Und der Sohn versucht natürlich dadurch irgendwie wieder so eine Verbindung zu seinem Vater zu bekommen. Ja, der hat ja auch gekündigt quasi von seinem Job. Und er versucht natürlich auch dann so ein bisschen zu erfahren, ja, warum hat er das denn gemacht? Weil der Vater erzählt halt seinem Sohn oder überhaupt seiner Familie nicht viel. Ne? Das ist also ein verschwiegener Typ. Und er versucht dann halt auf diesen Weg dann ein bisschen wieder seinem Vater näher zu kommen und ihn zu verstehen. Und ist immer noch eine sehr nette japanische Serie. Man muss, glaube ich, ein bisschen mit Videospielen mögen, weil es auch sehr viele Szenen halt gibt, die halt in diesem Final Fantasy-Universum aufgenommen worden sind. Ne? Das ist dann einfach so in diesem Spielgrafik, die sie dann synchronisiert haben. Ich glaube, Spiele selbst tippelst du halt auf der Tastatur rum. Und da haben sie es einfach synchronisiert, weil ansonsten wäre es doof, wenn du die ganze Zeit nur die Texte liest. Aber es ist nett gemacht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und der Sohn und der Vater, der lernen ja auch jedes Mal. Die haben dann immer so ein Case of the Week quasi, so einen Test oder eine Aufgabe, die sie dann übertragen können, irgendwie ins echte Leben auch. Und dann passt das. Also wieder so eine Serie. Ist jetzt nicht die Hammer-Serie, die ich jedem empfehlen würde, aber bisher hat sie mich nicht abgeschreckt. Finde ich nett. Ja, ich würde sie gucken, wenn sie nicht auf Japanisch mit Untertiteln wäre. Ja, das tut mir leid. Aber mich stört das ja nicht, weil ich das sowieso auf Japanisch gucken würde. Ich kann mir das nicht auf Synchrondeutsch anhören. Ich glaube, da würde ich einfach nur abschalten. Das wäre für mich so ein Ausschlusskriterium. Das ist ja auf Amazon Prime Video sehr häufig ein Ausschlusskriterium. Die haben sehr viele schöne Animes, wo ich sage, die würde ich sehr gerne gucken, aber bitte nicht auf Deutsch. Das kann ich nicht. Ich muss sagen, mir geht's halt andersrum so. Es gab ja diesen schönen Film, der den Oscar gewonnen hat, Drive My Car. Ja. Den ich unbedingt sehen wollte und der kommt jetzt fürs Heimkino raus und der ist einfach nur original mit Untertitel. Und Alter, 3 Stunden Japanisch. 3 Stunden Untertitel lesen, während die sich ja wirklich wahrscheinlich auch nur in diesem scheiß Auto unterhalten, ja. Da habe ich einfach keinen Bock drauf, so gerne ich den Film auch gucken will. Ja, aber ich finde das schon komisch, dass du sagst, okay, du hast jetzt einen Oscar-prämierten Film. Das ist jetzt nicht einfach eher so ein Arthouse-Ding, was du dir irgendwie mal so, okay, das hast du jetzt gerade mal so rüber nach Deutschland geschafft, sondern es ist ja wirklich ein Film, der jetzt auch
spätestens durch die Oscar relativ bekannt geworden sind, und ich meine, Murakami ist jetzt auch nicht eine unbekannte Persönlichkeit, dass sie nicht einfach sagen, okay, wir synchronisieren den Spaß, wir stecken da jetzt nochmal das Geld rein und synchronisieren den Film, um das auch den Käufern ein bisschen schmackhafter zu machen, weil ich denke, ich stehe da relativ alleine, der da sagt, oder sehr wenige sagen so, okay, ich gucke mir den auf Original an, sondern die meisten werden dann wahrscheinlich eher deine Meinung sein und sagen, nee, bitte, ich möchte den gerne auf Deutsch haben und nicht jetzt 3 Stunden lang Untertitel lesen. Ja. Das finde ich halt komisch. Na, wie gesagt, wäre das irgendwie so ein Film wäre, der gerade so rübergeschwappt ist, jo, okay, aber nicht bei so einer Größe. Ich meine, One Cut of the Dead hat eine Synchro. Ja, und der ist ja wirklich also ein bisschen Arthouse-mäßig, obwohl er auch cool ist, auf jeden Fall. Guckt euch die Screentime-Folge an, wir hatten sehr viel Spaß. Ja, vor allen Dingen, das ist halt so ein Underground-Film, weißt du? Ja. So. Und selbst da hat man das gemacht, also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Obwohl ich da auch nicht sagen kann, ob die gut war oder nicht. Ich habe mir die deutsche Synchro ja nicht angehört, weil ich mir dachte so, nee. Und der Film war ja gut genug, dass die Amis gesagt haben, so okay, wir machen ein Remake draus. Ja. Ob der jetzt gut ist, wahrscheinlich nicht. Auf keinen Fall wird er gut sein. Aber hey, das ist ja auch mal, ich hätte fast gesagt ein Prädikat, aber Prädikat ist es auch nicht, wenn man von einem amerikanischen Studio geremaked wird. Aber auf jeden Fall dachte in Amerika irgendeiner, okay, der Film ist gut genug, dass wir da nochmal eine Version draus bauen. So. Nee, keine Ahnung. Also, das finde ich auch ein bisschen unverständlich. Ja, und die Blu-ray kostet dann auch noch das Gleiche wie die mit Synchro. Das finde ich ja auch immer scheiße. Dann gib mir wenigstens 10 Euro weniger oder so. Achso, warte mal, auf der Blu-ray ist die Synchro drauf, digital gibt es den auf Japanisch irgendwie. Nein, nein. Ich meine, wenn ich mir die Blu-ray-Version kaufe und ich vergleiche sie mit anderen Blu-rays, dann kostet sie genauso viel wie welche, die, ja, oder die auch das eine Studio Synchro ja auch noch in die Synchro investiert hat. Ja. Ja, also ich finde es ein bisschen unverständlich. Wie gesagt, mich stört es nicht, aber ich verstehe es nicht. Wenn man doch den Film irgendwie einer breiten Masse irgendwie zugänglich machen will oder schmackhaft machen will, muss jetzt nicht unbedingt jetzt, ja gut, jede Sprache drauf haben, aber sagen wir mal so, der deutschsprachige Raum ist ja ein bisschen größer. Ja, da brauchst du jetzt nicht irgendwie nur einen Film, der auf Portugiesisch oder sowas ist, sondern Deutschland hat ja schon Deutschland, Schweiz, Österreich, hast ja schon mal 3 Länder abgedeckt, wenn du jetzt den auf Deutsch rausbringst. So ist es. Ja. Komisch. Verstehe ich nicht ganz. Was willst du machen? Ich gucken. Das mache ich. Ich werde ihn angucken. Bei dem bin ich echt am Überlegen, ob ich mal, aber dann muss ich den irgendwie in 6 Etappen oder so gucken, sonst drehe ich durch. Machst du eine Serie draus, ja? Irgendwie so. Ja, ganz ehrlich, 3 Stunden ist halt auch schon eine Hausnummer. Und wenn es halt auch wirklich so ein ruhiger Film ist. Das ist schon mit Synchro anstrengend. Ja, geht bei mir, aber ich finde 3-Stunden-Filme, wo nicht viel passiert, anstrengend. Ja, ich meine, wenn du so ein Endgame oder sowas hast, wo du sagst, okay, der hat die Riesenschlacht um das Ende der Phase und da passiert so ganz viel drin, okay, da brauchst du vielleicht die 3 Stunden, um alles zu erzählen. Oder ein Titanic, der ja fast 3 Stunden geht, wo du sagst, okay, da hast du aber auch viel reingepackt. Und der ist halt größtenteils, also wenn man von Trailer her ausgehen möchte oder jetzt von den Infos her ausgehen möchte, spielt halt größtenteils in Auto, wo sie sich unterhalten, wo ich mir denke so, kriegst du das denn voll in 3 Stunden? Was willst du denn 3 Stunden da drin erzählen? Da muss ja irgendwie so ein riesen Storyline drumherum gebaut sein, dass du dich da nicht irgendwann anfängst zu langweilen. Ich mag ja Kammerspiele. Also ich fände das sogar geil, wenn die sich einfach nur 3 Stunden im Auto unterhalten. Aber 3 Stunden lang? Ja. Kann schon schön sein. Kann, muss aber nicht. Kann auch richtig schön nervig sein. Wird man sehen. Oder auch nicht. Je nachdem. Oder auch nicht. Aber da kam jetzt noch ein anderer japanischer Film raus, der in Japan relativ gehypt ist, der jetzt zu uns schafft. Aber ich glaube, der kriegt auch eine Synchro. Und zwar Infinite 2 Minutes oder sowas heißt das Ding. Mhm. Muss ich googeln, habe ich noch nie was von gehört. Echt? Wird immer wieder komischerweise verglichen mit One Cut of the Dead. Wahrscheinlich auch, weil es so ein eher Underground-Film ist. Wobei, ist das dieser, wo er sich selber im Fernseher sieht? Ja, genau. Also, ja, das habe ich schon mal, habe ich sogar schon doch schon von gehört. Ja. Wo dann, glaube ich, irgendein Fernseher irgendwie 2 Minuten weiter ist als das reale Leben oder sowas. Und der sich dann gegenseitig, also ihn dann nochmal irgendwie Hinweise gibt über diesen Fernseher, was jetzt zu tun, keine Ahnung. Ich weiß nicht so ganz, wie das alles ablaufen soll. Aber es klingt durchgeknallt genug, dass ich Interesse dran hätte. Beyond the Infinite 2 Minutes heißt der ja angeblich. So Ding, ja genau.
Geht nur 1 Stunde 10. Ja, siehst du, 1 Stunde 10 kannst du japanisch gucken, oder? 70 Minuten geht. Ja, aber wenn es den mit Synchro gibt, dann bin ich dabei. Weiß ich aber gar nicht. Der soll jetzt irgendwann, ich habe mal nur mal gehört, der kommt jetzt bald irgendwann raus, aber weiß gar nicht, wann. Irgendwann wird es den geben. Oh, man kann ihn leihen anscheinend bei Apple. Und auch woanders. Okay, man kann ihn kaufen und leihen. Anscheinend ist er schon draußen. Man kann ihn für 4 Euro leihen, ich bitte dich. Also das ist eigentlich eine coole Nummer. Muss ich mir vielleicht mal merken für unseren schönen Format, wo wir immer schön Filme gucken. Ne? Das geht dann. Ja, gibt es auf jeden Fall auch jetzt auf Blu-ray schon zu kaufen, wobei hier... Ja, aber was kostet die Blu-ray? Die kostet dann 30 Euro für einen Film, der 70 Minuten geht, also irgendwann ist auch mal... 22,99. Ist halt ja, aber nee. Auch so ein schönes Mediabook mit DVD und Blu-ray drin. Da würde ich ihn erstmal gucken, und wenn er mir dann so geil gefällt, dass ich sage, ey, der ist mega, mega gut, dann kann man, glaube ich, nochmal drüber reden. Aber jetzt einfach nur, um zu testen, ob der was taugt, weiß ich nicht, ob ich da jetzt das Geld für ausgeben würde. Oder du kriegst ihn irgendwo für 5 Euro in der Krabbelkiste, dann würde ich auch zuschlagen. Aber nicht für 22. Das ist mir dann der Spaß doch nicht wert. Da würde ich dann eher hier diese 4 Euro, die es wahrscheinlich in HD kostet, mal investieren, um zu gucken. Ich bin interessiert. Ja. Ich bin da zurzeit so drauf, dass ich sowieso viele Filme gerade über YouTube gucke. Also hier von dieses Play Movie gibt es ja nicht mehr. Das hat ja Google zusammengeschmissen jetzt hier mit YouTube. Mhm. Das heißt, du leihst die bei YouTube irgendwie und kannst sie dann über YouTube auch gucken. Weil ich habe ja so eine schöne App auf mein Handy, wo ich dann irgendwie die Umfrage-App von Google, wo die immer so Fragen stellen. Ja, und dann bekommst du nochmal ein paar Cent für und da habe ich jetzt so viel Euro angespart und ich habe gesagt, was will ich damit? Weil im Play Store kaufe ich ja nichts, nicht großartig. Und gut, dann verbrasse ich die Kohle jetzt dadurch, dass ich da einfach Filme gucke. Weil ich glaube, das Geld, das verfällt auch irgendwie nach x Jahren oder sowas. Dann ist es wieder los. Bevor es verfällt, gucke ich jetzt über YouTube quasi die Filme und gut ist. Da kann man auch mal sagen, okay, ja, das hat mich nichts gekostet, ne, außer ein paar Fragen zu beantworten. Dann kann man das mal investieren. Ist ja eigentlich auch clever, das über Google, also über YouTube zu machen. Wenn man die Plattform eh schon hat zum Streamen von Videoinhalten, warum sollte man noch eine Parallelplattform betreiben für die Filme? Also macht ja eigentlich wirklich keinen Sinn. Ja. Und der Vorteil ist natürlich, okay, wenn du irgendwie einen Trailer oder sowas googelst, wie zum Beispiel jetzt über Face Off, dann wird auch direkt angezeigt, hier, du kannst den Film auch leihen, hier, 4,99 oder 3,99 und dann leihst du den direkt. Und dann kannst du auch sagen, so, okay, ja, cool, klicke ich direkt drauf und muss nicht erst noch über den Umweg machen, über den Google Play. Ja. Schon gut. Ja. Werde ich mir den vielleicht mal angucken. Vielleicht aber auch einen Rahmen, weiß ich nicht. Wir müssen mal gucken, was hebt man sich auf und was sagt man, okay, ja, da will ich direkt gucken und dann quatschen wir einfach nur einen Podcast drüber. Weiß ich nicht. Also ich gucke ja gerne Klassiker mit dir. Ich glaube, es ist auch mal wieder Zeit für einen Film von Jim Jarmusch. Oh nein, hat er denn überhaupt noch irgendwas? Ja, du hast ja Patterson noch nicht gesehen. Adam Driver. Ach nee, bitte, gib mir bitte nicht den Adam Driver als Busdriver, ey, nee. Also ich bin schon echt Jim Jarmusch geschädigt, tut mir leid. Also ich glaube, ich habe einen Film, von dem fand ich okay. Und das war hier, Bill Murray sucht seine Ex-Freundin auf oder sowas. Broken Flowers, ja. Aber der war wirklich geil. Der war noch okay. Der hier Dead Don't Die war schon wieder ganz komisch gewesen. Der war noch fand so auf die Kippe, der ging auch noch. Aber der Typ mit seinen zwei Espressi in 2 Tassen oder sowas, der... Aber das ist doch auch ein Lost-Video, oder nicht? Das ist ein Lost-Video, ja, leider. Aber wir hatten sehr viel Spaß mit diesem Film, muss man sagen. Wir werden wahrscheinlich noch jahrelang über diese 2 Espressi in 2 Tassen reden, aber gut. Ja, und da muss ich ja ehrlich sagen, auch wenn ich Jim Jarmusch wirklich geil finde, den Film fand ich komplett beschissen. Ja, was hat er noch? Wir haben schon so viele Jim Jarmusch-Filme durch, wenn ich mir gerade überlege. Hier der mit Loki und Tilda Swinton als Vampire. Only Lovers Left Alive, ja. Den haben wir auch schon gehabt. Ich meine, so viele kann er gar nicht mehr haben, die wir nicht geguckt haben. Wir haben da schon fast eine Palette durch, oder? Ja, ich würde ja immer gerne noch Ghost Dog gucken. Also mit diesem Samurai-Typen, der aber ein Gangster ist. Also oder mit dem Gangster, der dem Samurai-Kodex folgt. Aber den gibt es hier, glaube ich, sogar schwer zu... Ja, der war schwer zu kriegen, das war das Problem.
Ja, wobei so ein paar Sachen sind noch über. Oh, nee. Wir haben nur die neuen geguckt. Oh nee, wenn ich auch den alten Krempel. Man muss ja sagen, der Regisseur, der wird ja auch natürlich mit seiner Arbeit immer besser. Wenn ich mir jetzt den alten Krempel angucke und mir dann denken muss, okay, da ist er noch ungeschliffener und da hat er noch mehr komische Ideen drauf, es wird nicht besser. Strangers in Paradise von 1984, könnte man gucken. 1984, der Film ist älter als ich. Nee. War erst ein 30-minütiger Kurzfilm und, dabei und dann, erweiterte Jim Jarmusch den Film zu einem abendfüllenden Film in 3 Kapiteln, in Schwarz-Weiß. Oh. Du magst mich echt nicht, oder? Ey, dann, wenn du das machst, dann suche ich irgendeine Krütze raus, die ich geil finde, von der ich ganz genau weiß, dass du den mega dumm findest. Wir müssen mal Avatar gucken. Nein, wir gucken jetzt aber alle 7 Staffeln Game of Thrones und dann reden wir dann 3 Stunden lang über Game of Thrones. Wobei ich auch sagen muss, ich hätte mal Bock, wieder ein paar mehr Sachen von David Cronenberg zu gucken. Hatte der nicht jetzt irgendwie dieses komische, ich habe dir nochmal einen Trailer geschickt, war das nicht ja, der das Typ gewesen? Ja, das ist hier Crimes of the Future oder wie das heißt, wo die Leute sich ihre Arme und sowas abschneiden zu Unterhaltungszwecken. Echt jetzt? Nee, warte mal, das war auch so ein, warte mal, oder bin ich jetzt falsch? War das derselbe, der Existenz gemacht hat? Ja. Der hat doch auch wieder so einen neuen mit diesen Buddy-Dingsbums da, wo sich irgendwelche Körperteile anbasteln. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Crimes of the Future heißt der. Heißt das Ding? Echt so? Mit Viggo Mortensen. Oh, nee. Ach, du suchst immer so komische Filme raus. Weiß ich nicht. Mag ich aber nicht. David Cronenberg kommt schon. Existenz war doch wohl ein geiler Film, Alter. Existenz war durch, aber er hatte was. Muss ich schon sagen. Aber dieses Body-Horror-Dingsbums da, das halt diese komplett ekligen Teile da, also wo, als er aus seinem Essen da die Knochen rausgesammelt hat, um seine Waffe da zusammenzubauen, das war schon so irgendwie, okay, das war eigentlich noch, muss ich gestehen, fast cool gewesen, aber diese komische Wappeldinger, die sie da als Pad benutzen oder sowas, also der steht so ein bisschen auf ganz komische Sachen. Ich glaube, der hat in Japan auch richtig viel Spaß, habe ich irgendwie das Gefühl. Das könnte sein. Die stehen ja da auch auf ganz komische Sachen. Nee, ansonsten, diese Woche weiß ich gar nicht, was noch irgendwas Lustiges passiert. Ich war nicht auf Reisen gewesen. Ich habe ja überlegt, ob ich mal nach Lorsch fahre, zu diesen Burgen. Hab mir dann aber gedacht so, nee, danke. Zugfahren reicht erstmal. Oder ich habe noch andere Dinge, die ich jetzt machen muss. Und dann hatte sich das erledigt gehabt. Ja, weiß ich nicht, ist bei dir noch irgendwas? Du bist noch im Umzugsstress, habe ich das Gefühl. Ich packe gerade, ja. Ich habe jetzt Kaution und die erste Miete überwiesen, habe meinen Mietvertrag und weiß am 30.06. um 17.15 Uhr ist Wohnungsübergabe. Ich habe extra einen Zug gebucht, der um 14.49 Uhr da sein soll. Das heißt, ich habe 2,5 Stunden Puffer. Ich hoffe, das reicht. Könnte bei der Deutschen Bahn knapp werden. Da holt jemand deinen Nachbarn ab, oder was? Ach, ist das keine Ahnung, grad? Was die da draußen machen, ey. Ey, das Mikro ist so empfindlich, ey. Das nimmt ja draußen noch den ganzen Scheißdreck auf. Ne? Wahrscheinlich ist das ganze Vögel-Geswitcher noch mit drauf. Ja, deswegen passiert bei mir gerade nicht so viel. Ich zocke natürlich auch immer noch mal wieder WoW zwischendurch. Aber ich muss auch sagen, ich bin gerade echt noch viel auch auf Arbeit, weil es noch einiges gibt, was ich irgendwie fertig machen wollte. Mhm. Und wo ich jetzt langsam merke, weißt du, ich muss auch ehrlich gestehen, ich war da jetzt so ein bisschen so, ja, man hat ja noch ewig Zeit, das alles fertig zu machen. Das mache ich irgendwann mal. Jetzt schnacke ich erstmal mit meinen Kollegen. Ich habe ja noch Wochen Zeit und jetzt denke ich mir so, kacke, noch 3,5 Tage und noch ganz schön viel zu tun. Vielleicht soll ich jetzt mal so langsam anfangen und was tun. So ungefähr. Naja, gut, aber das schaffst du schon. Also. Ja, denke ich auch. Jetzt fahre ich gleich erstmal in die Stadt und gehe eine Currywurst essen. Eine Currywurst? Gut, ich gehe heute Burger essen. Auch nicht schlecht. Ne? Ja, ist auch ein geiler Laden da, wo ihr hingeht. Ja. Nee, Freundin feiert Geburtstag, die sagt erstmal Burger essen und dann ins Kino, Massive Talent. Finde ich eigentlich eine geile Aktion.
Boah, ist echt schade, dass ich jetzt 3 Wochen vielleicht darauf warten muss, dass du mir sagen kannst, wie du Massive Talent fandest. Müssen wir vielleicht doch mal so eine Folge zwischendrin machen. So, ich Malta und du irgendwie daheim in der Bude mit gerade mal schlechtem Internet und dann quatschen wir ein bisschen über so, in dem Dreh. Urlaub und was passiert hier. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich den Laptop mitnehme, weil ich habe halt einen riesen blöden Laptop hier. Ist natürlich manchmal ganz cool, wenn man so einen großen hat, vor allem ich habe ja keinen PC zu Hause, sondern ich nutze ja quasi den Laptop als Haupt-PC. Das ist natürlich cool, wenn du einen großen Display hast, aber wenn du es halt mal mitnehmen willst, das ist natürlich dann weniger cool. Da bräuchte man wahrscheinlich irgendwas Kleines. Obwohl ich nicht weiß, wie viel Power jetzt unbedingt unser Programm jetzt gerade nutzt, was wir nutzen. Ob es das auch mobile gibt, müssen wir mal gucken. Das wäre ja auch praktisch. Gucken wir einfach mal. Ja, aber ich merke, uns gehen so langsam die Themen aus, weil Thema ist halt nicht passiert. So ist es. Deswegen würde ich auch sagen, da machen wir doch für diese Woche Schluss. Wann die nächste Folge erscheint, können wir, wie ihr gerade mitgekriegt habt, gar nicht so richtig sagen, weil ich bin dann erstmal dann im Urlaub und Nils ist gerade am Umziehen. Deswegen machen wir so eine leichte Sommerpause mit Tendenz zu. Ja, wenn wir Bock haben, machen wir zwischendrin doch mal was. Ja. Also falls nichts passiert, seid nicht traurig, dann sind wir halt gerade ein bisschen am Chillen oder beziehungsweise Nils ist im Stress. Und dann kommen wir dann halt spätestens 3 Wochen wieder, aber wir werden auf jeden Fall wieder zurückkehren. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der Kanal dann irgendwann eingestellt wird. Wir haben immer noch Bock drauf, Filme zu gucken und mit euch ein bisschen über Filme und was weiß ich zu quatschen. Ich hätte auch eigentlich wieder Bock, mal wieder einen Livestream zu machen, wieder mal der Zeit. Ich glaube, der letzte war irgendwann Februar oder sowas, da haben wir ein Spielchen gespielt. Was relativ gut lief dafür, was für ein Arbeitsaufwand ich hier dafür hatte. Aber hätte ich wieder Bock drauf. Ja, dass man irgendwie live wieder was macht und wir haben auch immer noch 1-2 weitere Formate irgendwie im Petto. Aber wie ihr gerade merkt, schaffe ich es gerade noch nicht mal, die aktuellen Formate rechtzeitig irgendwie online zu kriegen. Deswegen müssen wir noch mal gucken, ja, wie wir das dann zeitlich alles unter einen Hut kriegen. Und dann geht es auf jeden Fall weiter. Ja, also da wird noch irgendwas kommen. Das wird lustig. So, cool, ist es. Dann. Macht euch noch eine schöne Zeit, bis es hier weitergeht. Vielleicht geht ihr auch in Urlaub und dann wünsche ich euch viel Spaß dort. Lasst euch die Sonne auf dem Pelz brennen oder auch nicht. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es hier weitergeht. Bis dann. Haut rein. Ciao.